lassen wir Butter. In dem Topf werden wir unsere zerschnittenen Äpfelstücke weich kochen lassen. Die müssen dann, sobald sie weich sind, muss man sie zerstoßen und dann werden sie noch abkühlen. Unsere Äpfel sind jetzt weich genug, dass wir sie zerstoßen können. Das werden wir jetzt gleich machen. Und dann formen wir hoffentlich so etwas Ähnliches wie Pfannkuchen aus. Im nächsten Schritt müssen Eier zu der Apfelmasse hinzugefügt werden. Bevor wir das aber tun können, müssen die Äpfel genügend abgekühlt sein. In unsere abgekühlte Apfelmasse schlagen wir jetzt zwei Eier und verquirlen das Ganze. Und ganz nach Rezept geben wir die Masse jetzt zurück in den Topf. Im letzten Schritt streuen wir jetzt noch Ingwer über die Masse. Für die gefüllten Äpfel verquirlen wir jetzt diese zwei Eier, unsere Rosinen, Petersilie und Gewürze. Jetzt füllen wir unsere Äpfel mit der Ei-, Petersilie-, Rosinen- und Gewürzmischung. Nachdem im Originalrezept nicht explizit drinsteht, welche Gewürze verwendet worden sind, habe ich mich jetzt auf Salz, Pfeffer und Ingwer festgelegt. Und jetzt werde ich versuchen, das in die Äpfel zu füllen, ohne eine riesige Sauerei zu veranstalten. Was sich wahrscheinlich als Problem herausstellen wird. Unsere gefüllten Äpfel kommen jetzt bei 180 Grad in den Ofen. Im Rezept steht, backe sie in einer Pfanne, aber ich habe mir gedacht, wahrscheinlicher stockt die Eimasse im Backrohr bei 180 Grad. Unsere gefüllten Äpfel sind fertig. Jetzt werden wir es noch aufschneiden, damit wir auch wissen, wie es innen drin ausschaut. Nice insert shot. Oh, sind die heiß, ich weiß nicht. Sieht man das? Die ganze so lange halten, mir verbrennt die Finger. Au, au, au. Für unseren Erbsenteig habe ich die Erbsen sehr weich kochen lassen, weil wir sie jetzt zerstoßen müssen. Und sobald sie zerstoßen sind, können wir die Masse würzen und noch etwas Zucker und danach Mehl hinzugeben. Nach 75 Gramm Mehl schaut unser Teig in ungefähr so aus und sollte sich hoffentlich auf Spieße binden lassen. Das finde ich super stressig.
das ganz grob. Mein Päpstchen.